Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr schaut. Ich bin Patrick vom Kanal Shaving und kann meinen Namen immer noch nicht aussprechen. Hey. Jo, wir sind hier am zweiten Spieltag. Am fünften Spieltag gegen den guten Ash Ketchup. Teambuilding kam vermutlich vor ein paar Stunden. Wenn ich das bis dahin fertig bekommen habe. Sonst kommt es einfach gleichzeitig mit dem Video. Geil. Jetzt werde ich mal schnell aus Steam nochmal in die Beschreibung packen, falls ich das Teambuilding noch nicht fertig bekomme. Wir haben wieder bei Swordfest Raikou mit Donnerblitz, Voltwechsel, HP Eis und Ampelleuchte. Dann Ectrium Z, Famicula mit Eigenschädel, Kaffolos, Donnerzahn und Clownwetzer. Bisaflor mit einem etwas komischen Set, Gigasauger, Blattgeisel, Kaffolosal, Flug und Synthese. Normales Kribbeltag mit Toxin dann halt statt irgendeinem Coverage Move, Palim Palim mit Bärenkräfte und Enigma-Berry für den 100er Käfer Move gegen Hooper. Und Titel mit Expertengurt und Käferbiss. Um hier auch Hooper gut zu pressern. Jetzt geht der Kampf los. Und wir haben hier den Lead, glaube ich, Rotem gegen Akupas. Ja, ich hatte sehr viel Angst vor Hooper, falls ich das Teambuilding nicht fertig bekomme. Dass es auch ist. Jo, ich wollte jetzt erstmal gucken, ist der Scarfed oder nicht? Und deswegen auch ein Voltwechsel. War, wie man sieht, schneller. Und der Assassin in der Schwesterfaust. Dann erstmal in Visaflor gegangen. Um hier. Erstmal zu gucken, was jetzt so passiert. Dann sehe ich, dass es Lichtschild. Bin dann direkt in Palim Palim raus, um das. Um den hier nicht irgendwie schilden zu lassen. Weil Lichtschild und Reflektor wäre jetzt nicht so cool gewesen. Ich weiß nicht, ob Rotom Mau überhaupt Reflektor kann, aber auf jeden Fall wollte ich das nicht so gern haben. Und er geht direkt hier in Hooper und da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber ich will gleich testen, ob der Speed hat und der hat Speed. Heißt, Palim Palim ist direkt down. War vielleicht etwas risky. Aber er hat jetzt einen Death Drop drin. Heißt, er ist in Famicula gehen. Ich bin mit Famicula immer schneller als Hooper. Und deswegen sehe ich hier keine großen Risks, da jetzt in Hooper, in Famicula zu gehen. Ich drücke jetzt einmal direkt den Eisenschädel. Er geht in Suicune. Also ich gehe jetzt erstmal mit Eisenschädel. Eisenschädel, nicht Eisschädel. Eisenschädel. Drück Damage. So, und dann gehe ich hier direkt auf den Z-Stein. Um mir direkt Suicune aus dem Leben zu holen. Weil überall plus den Chip Damage plus Elektromove mit etwa 130 Stärke sind es, glaube ich. Das überlebt Suicune nicht. So, dann haben wir Suicune direkt rausgenommen. Das ist richtig gut. Und der Lichtschild ist schon rum. Ich glaube, es war jetzt nicht so vor, als wären jetzt schon so viele Runden rum, aber anscheinend ist es jetzt schon durch. So, er geht direkt in Granbull. Ich hatte hier Angst vor einem Feuerschlag. Ich gehe deswegen raus in meinen Kribbeltag. Aber ich gehe auf die Donnerwelle. Ist jetzt auch okay, die hätte ich jetzt auch auf Famicula nicht gerne gehabt. Und Kribbeltag ist mal wieder das unnützste Pokémon in dem Team. So, dann gehe ich jetzt hier in Visaflor, um den Knuddler abzufangen, den ich predicted habe. Und der kommt auch. Macht jetzt, also dafür ist halt Resistance okay, ein Schaden gegen Visaflor. Aber ich gehe jetzt mal auf die Mega und versuche da meinen Satchbomb zu... Sonst nur, als ob ich einer hätte, aber geht direkt auf den Blattgeisel, weil ich hier den Switch in Hooper schon predicted habe. Weil mir das schon recht offensichtlich vorkam, dass er da jetzt in Hooper rausgeht, weil er ja, wie sagen wir, das Touchbomb rechnet. Und die machen nicht so gut. Die Bad Gazing macht richtig guten Schaden. Aber ich muss natürlich trotzdem rausgehen. Geh dann hier in Kribbeltag, der ist jetzt eh gecrippelt. Der macht nicht mehr arg viel. Und geht auf den Ableithieb. Er hat's einfach gesehen. Und der rippt einfach fast. Okay, jetzt gehe ich auf den Aquajet, um nochmal ein bisschen Schaden zu drücken. Er geht draußen sein Granbull, das gute Unterbiss.
Unterbiss, sehr gut. Unterbiss. Und ja, ich bin auf den Aquajet, auf die Wasserdüse mit Walband. Anpassung macht ja auch guten Schaden und das ist ein Crit. Ja, es ist für ihn natürlich nicht so cool, für mich natürlich umso cooler. Weil, ich jetzt hier einfach in Heaton gehen kann. Ich drücke hier jetzt auch meinen Feuerblast, weil er kommt direkt straight, weil, da ich das Sukun weg ist, er keinen Switchen hat. So, der Feuersturm kommt und trifft. Das ist richtig guter Schaden. Aber er hat einfach die Kraft auf seinem Boden. Er hat es auf, bitte sei irgendwie Wasser oder Kampf, okay, er hat Abwehrtief. Also ein Abwehrtief habe ich auch getankt, aber ich bin Ground tank ich halt nicht bei der 170 Spezial Tech Base. Dann gehe ich in Kurani, der sollte einen Abwehrtief recht gut tanken. Einen HP, aber warum hole ich den HP Ground rein? Ich wusste ja nicht, welches Item er hat. Er hat im Endeffekt übrigens einen Scarf. Ja. Sind wir hinten auf die Ampel leuchtet, da kommt es ganz gut, dass er jetzt in Rotom geht. Weil die Ampel leuchtet natürlich da auch guten Schaden macht. So, er geht jetzt wieder raus mit Rotom, wow! In sein Staraptor. Hat mir danach gesagt, dass er dachte, ich wäre gescarft. Weil ich auch so in Hooper reingekommen bin. Aber ja, ich bin halt schneller und drücke einen V-Switch. So. Damit ist auch Staraptor erledigt. Und Kuani hat hier erstmal ordentlich noch einen Kill mit. Geht wieder in den Förster, der ist noch unangehittet. Und der geht in seinen Fatboy hier. Wie der nochmal heißt, Hooper. In Dimensionswahn. Das ist sein bester Move gegen mich. Weil er keinen Feuermove hat. Und ich wusste, dass ich den tanke. Bleibt deswegen auch drin. Ich wusste, wenn er HP Ground hat, dann kann er mich nicht killen, weil. Obwohl, ich kann das nicht Fire Punch, ich hab keine Ahnung. War jetzt auch fast dumm von mir eigentlich. Aber, ja. Jetzt habe ich ihn rausgenommen. Er geht in den Roter und wow! Und ich gucke auf mal auf den Kraftkoloss. Hätte auch rausgehen können in Raikos, wenn er dann zu risky, weil er ja auch den Lichtschild hat. Natürlich einfach in Max lassen kann und sich hochboosten kann. Er ist in sein El Capitano, das ist sein Max-Sachs. Und jetzt, ja. Ich hatte bisher noch recht viel Glück, dass ich bisher immer gehittet habe. Jetzt auch wieder auf den Eisenschädel. Und dem hat einfach Hälfte. Ich lasse ihn aber noch flinchen, das ist halt nochmal echt unlucky für ihn, weil er jetzt auch mit dem wenn er jetzt die Dienstleistung hätte, geht er einfach durch. Aber jetzt wieder raus. In seinen Unterbiss hier. Ja. Ich habe jetzt hier gemessen. Ich wollte jetzt den Attack resetten. Damit ich machen, dass ich nach Safe rausnehmen kann. Hier raus in Kurani. Um hier alles abzufangen, was kommen könnte. Weil wenn er wirklich so defensiv ist, wie es mir bisher vorkam, wird ein Erdbeben mich killen. Und der killt auch nicht. Der macht zwar guten Schaden, aber der killt nicht. Und Raikou kann jetzt beide Mons direkt killen. Wir haben hier einen Donnerblitz. Damit haben wir Granbull weg. Und direkt danach kommt jetzt noch der El Capitano rein. Wenn ich einen Move drücken durfte in diesem Kampf. Was schon ein bisschen traurig ist eigentlich. Und Kraftreserve. Und damit ist Max das erledigt. Und die Kämpfe werden übrigens immer kürzer. Wir hatten aber im ersten Kampf mit 20 Minuten oder so. Und jetzt mittlerweile hat der Kampf nur 9 Minuten. Ich finde es geil. Ich würde sagen, das war recht gut gespielt von mir, auch wenn es recht lucky war für mich insgesamt, vor allem der Flinch von Famicula am Ende. Und dass ich mit Über-Alpha nicht oft gemisst habe, also ich habe einmal gemisst, was gerade recht gut hinkommt, ich habe auch 5-mal Attack mit dem Jungen. Aber Famicula ist cool. Lustigerweise, bisher hat mir jeder Gegner nach dem Kampf geschrieben, dass er mega Angst vor Famicula hatte. Ash Ketchup war der Erste, der mir geschrieben hat, dass er nicht so Angst, dass er nicht wirklich mit Famicula gerechnet hat. Und gerade dann macht Famicula 3 Kills. Finde ich gut. Ja, Raikou hat auch 3 Kills gemacht. Ist auch ganz cool wieder. Hat jetzt, glaub, nach Kyurem die meisten Kills bei mir im Team. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt, glaube, nach diesem Spieltag Platz 4 oder 5, so in die Richtung. Ich würde sagen, wir holen uns noch die Top 3 in den nächsten 2 Spieltagen. Hoffe ich jetzt auch mal. Wäre cool.
Also wie gesagt, es war, um nur dazu zu sagen, es war sehr lucky für mich, teilweise. Aber insgesamt schöner Kampf und ich würde sagen, GG an den guten Ash Ketchup und ciao.